Hallo und herzlich willkommen beim GCP-Kanal. Heute sprechen wir über das Thema Clinical Monitoring und insbesondere darüber, was sich in den letzten Jahren so verändert hat. Ich habe hier heute Linus Lauterbach bei uns, das ist Experte für Clinical Monitoring. Hallo Linus. Hallo Andreas. Ja, Linus, der hat jahrelang an der Universitätsklinik gearbeitet als Study Coordinator, hat dementsprechend auch die andere Seite kennengelernt, hat Monitore vom Sponsor und von den CROs begleitet und jetzt ist er selber in der CRO-Branche tätig, ist für eine größere Gruppe von Monitoren verantwortlich und dementsprechend würde mich mal ganz besonders interessieren, Linus, die Leute, die vom Sponsor von der CRO kamen, wie würdest du die einschätzen oder einteilen, welche waren besonders hilfreich, welche eher nicht so und für die jetzige Tätigkeit natürlich, was meinst du, was für Leute suchst du aus, die auch erfolgreich Clinical Monitoring machen können? Also, lass mich zu einer ersten Frage kommen. Die Person, die ich so kennengelernt habe, da gab es wirklich alles. Also du hast von hilfreich bis ja schon wirklich penetrant nervend Charaktere dabei gehabt. Da gab es natürlich auch welche, die waren gut organisiert. Da gab es Leute, die sind sehr schlecht organisiert gewesen. Also die komplette Bandbreite war da. Hilfreich für uns war natürlich immer jemand, der wirklich Hilfestellung gegeben hat, ja, der uns, der positiv agiert hat und der uns geholfen hat, Prozesse zu optimieren. Und das bringt mich dann auch gleich zu deiner zweiten Frage. Wer ist hilfreich für das Zentrum? Welche Leute können wir gebrauchen im Clinical Monitoring? Das sind auf jeden Fall Leute, die auch das Interesse haben, dem Zentrum zu helfen, die Prozesse zu optimieren, anstatt Fehler zu finden. Ja, weil das, wenn du das intrinsisch, also in dir drin, den Wunsch hast, nur Fehler zu finden, damit du sagen kannst, ich habe gut gearbeitet, ich habe irgendwas erreicht am Zentrum, das kommt rüber und das merken die Leute. Aber wenn du wirklich das Gefühl hast, du kannst dem Zentrum helfen, du kannst die Prozesse optimieren, so ein gutes Studienergebnis schlussendlich zu erreichen oder dem Zentrum dabei zu helfen, dann kommt das auch rüber und das ist das, was die Zentren auf jeden Fall, was wir damals auch gut gebrauchen konnten. Ja, interessant. Was würdest du jetzt zum Beispiel einen Kandidaten raten, der sich für das Thema Clinical Monitoring interessiert und in dem Bereich möglicherweise auch tätig werden möchte? Was für eine Persönlichkeit sollte die Person mitbringen? Also ich denke, was ganz wichtig ist, ist, dass man wirklich sich überlegt, habe ich so ein, ich will es mal positives Helfersyndrom ausdrücken. Man kennt das ja auch vielleicht von Krankenschwestern oder so, die wirklich das Bedürfnis haben, jemandem zu helfen. Denn klar geht es beim Monitoring auch darum, Dinge zu überprüfen, ja, Zahlen zu vergleichen, all diese Dinge. Aber nicht, dass man in so einen Modus kommt, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe, so Fehler finden und den Polizist spielen. Ja, weil das ist eine Sache, die dann ganz negativ rüberkommt. Sondern man sollte wirklich Lust haben, Prozesse zu optimieren, mit Menschen zu arbeiten am Zentrum, denen was beizubringen und sie besser zu machen, ihnen helfen, wie gesagt, diese Prozesse zu optimieren. Und man sollte an Fähigkeiten oder an Eigenschaften auf jeden Fall Führungsqualitäten mitbringen. Angefangen eben bei sich selbst. Das ist ein Job, da ist viel Selbstmanagement gefragt, Selbstorganisation gefragt. Und du musst das eben auch transportieren können auf andere. Du musst da mit Humor rangehen, du musst aber auch reden können. Und auch eine gute Portion Selbstbewusstsein sollte man auch mitbringen. Weil du musst schließlich auch mit Professoren reden und so weiter. Und wenn du dann immer ein bisschen schüchtern bist und so, dann kommt das vielleicht nicht gut rüber. Und deswegen würde ich sagen, persönliche Führungsqualitäten sollte man mitbringen und diese auch transportieren können. So, du hast das Helfersyndrom angesprochen, finde ich sehr interessant. Mich würde jetzt weiter interessieren, gibt es einen Trend? Ja, also Clinical Monitoring ist ja sehr viel moderner geworden heutzutage. Gibt es dadurch auch eine Entwicklung in der Persönlichkeit? Also ich würde schon sagen, dass wir definitiv einen Trend erkennen können. Alles, was wir heutzutage machen, hat ja, ich sag mal, einen Hang zur Digitalisierung. Die ist ja auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall zu erkennen, dieser Trend. Und ich denke, aufgrund dessen, da wir viel mehr mit Technik arbeiten und viel mehr Techniken genutzt werden in den Studien, ist es schon nötig, dass man einen gewissen Hang, ein gewisses Interesse an technischen Dingen hat, um die auch umsetzen zu können. Das heißt, eine Neugier darauf hat und davon nicht zurückschreckt. Okay, die technische Affinität verstehe ich. Wie sieht das jetzt mit den Indikationsbereichen aus? Muss eine onkologische Studie durch einen anderen Monitor monitoriert werden als zum Beispiel eine Asthma-Studie, eine Inkontinenz-Studie oder eine Adipositas-Studie? Also meine kurze Antwort wäre nein. Da darf es oder sollte
braucht es keine Unterschiede in der Persönlichkeit. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, wenn man sich zum Beispiel zwei Extreme anguckt, ja, also wenn du zum Beispiel eine Universitätsklinik nimmst, Unfallchirurg, ja, der hat einen unglaublich stressigen Job, da ist eine hohe Schlagzahl an Fällen, hoher Stressfaktor. Und wenn du auf der anderen Seite vielleicht, sagen wir mal, einen niedergelassenen Kinderarzt siehst, das ist eine ganz andere Situation. Der kann sich mehr Zeit nehmen für seine Patienten, muss auch viel mehr auf seine Patienten eingehen, viel weniger Notfälle. Da hast du zwei Extremsituationen im Alltag und ein CAA sollte Lust daran haben, in beiden Situationen das Zentrum ja, durch gutes Lenken der Prozesse an dem jeweiligen Zentrum dazu zu führen, dass sie gute Ergebnisse produzieren können. Okay, Linus, jetzt hast du mir einige Punkte gesagt, die ganz wichtig sind, um als Monitor tätig zu sein. Kannst du mir nochmal zwei No-Gos mit auf den Weg geben, die ein Monitor überhaupt nicht haben darf? Auf jeden Fall. Also ich will das mal so in zwei Typen umformulieren, sage ich mal. Also wenn du dir zum Beispiel vorstellst, dass du so einen unverbesserlichen Perfektionisten am Zentrum hast, ja, also da geht es dann darum, dass alle Studienordner dieselbe Farbe haben oder dass man nur in einer bestimmten Farbe irgendwas aufgeschrieben werden darf. Ja, das sind so Dinge, die führen dann zu Unmut und das ist auch einfach unnötig. Das hilft am Zentrum nicht, die Prozesse zu verbessern oder die Datenqualität zu verbessern oder für die Patientensicherheit zu sorgen. Das wäre so ein Punkt, das sollte man sich sparen. Ein zweiter Punkt ist so, als Inquisitor aufzutreten, sich zu freuen über jeden Fehler, den man findet und ja, dahinterhergehen und das auch wirklich jeden Fehler auszudiskutieren mit dem Zentrum. Das sind alles so Sachen, die einfach keine Ergebnisse liefern und die einfach dazu führen, dass das Zentrum keine Lust mehr auf dich hat und nicht mehr mit dir zusammenarbeitet. Du hast eben das Thema Qualitätskontrolle angesprochen, beziehungsweise wie wichtig die Qualität der Daten auch ist. Jetzt hat Transcelerate ja ein Positionspapier herausgegeben über risikobasiertes Monitoring und da behauptet, dass der Einfluss von Source Data Verification bzw. Qualitätskontrollen durch das Monitoring bei 2-3% überhaupt noch liegt. Wie sinnvoll ist Clinical Monitoring überhaupt noch? Das ist auf jeden Fall eine interessante Veröffentlichung. Die Frage ist immer nur, wie man sowas interpretiert. Wir legen schon seit längerem in unserem klinischen Monitoring den Fokus auf Site Management. Das bedeutet, wie kann ich Prozesse optimieren, wie kann ich dadurch Prozesse beschleunigen, dadurch natürlich Zeit und schlussendlich Ressourcen sparen. Und um deine Frage zu beantworten, ich würde sagen, das klinische Monitoring hat sich verändert, natürlich, aber es ist immer noch genauso wichtig wie vor 15 Jahren. Auch die neueste GCP-Revision, also die Revision 2, geht ja sehr aufs Clinical Monitoring ein. Da spricht man, was vorher eigentlich auch schon im GCP stand, aber man unterstreicht es nochmal vom adäquaten Clinical Monitoring. Und ich kenne das aus meiner Vergangenheit. Ich hatte häufig das Gefühl, entweder wurden Studien übermonitoriert oder untermonitoriert. Man hatte keine adäquate Anpassung. Was meinst du, wird sich irgendwas durch die neue GCP-Revision 2 verändern? Eine gute Frage. Diese neue Revision, die legt ja den Fokus auch ganz groß auf das Risikomanagement. Das heißt, da wird ja auch gesagt, dass eine Risikoanalyse gemacht werden soll. Und ich würde sagen, adäquat definiert sich dann dadurch, welche Risiken speziell für jetzt meine vorliegende Studie vorherrschen. Das heißt, habe ich ein hohes Risiko, dass Dinge schiefgehen, Patientensicherheit und so weiter gefährdet sind, muss ich ein hohes Maß an Clinical Monitoring einsetzen. Habe ich ein niedriges Risikoprofil, kann ich natürlich auch die Menge und die Intensität des klinischen Monitorings entsprechend anpassen. Und das ist dann das, was ich dann als adäquat bezeichnen würde. Okay, also die Ressourcenanpassung an das Risiko einer Studie macht natürlich unheimlich viel Sinn. Jetzt wird ja auch im Bereich Clinical Monitoring oder klinischen Studien im Allgemeinen mehr und mehr Software eingesetzt, wie wir es auch aus anderen Branchen schon kennen. Dadurch wird natürlich auch wegrationalisiert. Wir kennen es von den Banken, Versicherungen, überall da, wo Sachbearbeiterjobs letztendlich gemacht werden, wird Personal eingespart. Siehst du diesen Trend im Clinical Monitoring auch so? Ja, dieser Trend zur Wegrationalisierung ist auf jeden Fall da. Ich würde aber sagen, wir kommen da nicht an, sondern wir sind in so einer Findungsphase. Lass mich das so erklären. Am Zentrum ist es ja so, oder an einer Klinik, wenn man so will, ein Patient kommt zu einem Arzt, da ist eine menschliche Interaktion, die da stattfindet, diese Behandlung. Und die Menschen, die da zusammenarbeiten, die sollen sich ja wirklich auf den Behandlungsprozess konzentrieren können. Und wenn man jetzt in einer Studie kommt und da noch
nur eine Software hinstellt, die noch mehr Dokumentationsaufwand erfordert, wo Ärzte ja sowieso sich schon immer beschweren, dass sie so viel zu dokumentieren haben und davon von dieser menschlichen Interaktion, von der Behandlung des Patienten abgelenkt werden, denke ich, ist es wichtig, dass wir als CAAs, als Monitore da Hilfestellungen geben können und ja, die Software erklären, die Prozesse erklären können und Arbeit abnehmen können. Und daher denke ich, wegrationalisieren, da werden wir nicht hinkommen. Okay, Linus, da bin ich komplett bei dir. Software sollte man immer da einsetzen, wo Software besser ist. Menschen da einsetzen, wo Menschen besser sind. Kommen wir zum Abschluss. Was würdest du jetzt Sponsoren mit auf den Weg geben? Was sollten die bei der Monitoringplanung mit berücksichtigen? Und welche Fehler sollten sie tunlichst vermeiden, um ein möglichst gutes Ergebnis zu erlangen? Also schon zu Beginn der Planung einer Studie, wenn Protokoll geschrieben wird, wenn das, ja, das Projekt geplant wird, da sollte schon überlegt werden, wann ich die Ressourcen einsetze, die ich zur Verfügung habe. Zum Beispiel bei der CAA-Auswahl, dass ich am Anfang mehr investiere und mich vielleicht persönlich mit den CAAs treffe oder ein Telefoninterview durchführe, um wirklich die Persönlichkeit des CAAs überprüfen zu können. Passt die zu mir als Sponsor? Passt die zu den Bedürfnissen der Studie, würde ich mal sagen. Und das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Zentrumauswahl. Wenn ich da am Anfang mehr Ressourcen einsetze, um die richtigen, für die Studie passenden, für vielleicht auch den Sponsor passenden Zentren mir auszusuchen, dann habe ich im Laufe der Studie auf jeden Fall die Möglichkeit, Ressourcen zu sparen. Und zu der Frage, was man vermeiden sollte: Man sollte vermeiden, zu viele Daten, die überhaupt nicht wichtig für die Auswertung sind, in großem Maße zu überprüfen, sondern sich vorher schon entscheiden, das sind die kritischen Punkte und da legen wir den Fokus drauf. Und ebenso ja, eine agile, eine an die Studie angepasste Planung zu haben und nicht immer dieselbe Planung, ja, Studie gleich, so machen wir das, aus dem Schrank zu nehmen, wenn man so will, sondern wirklich individuell zu planen. Und das ist natürlich einfacher für kleine bis mittelständische Unternehmen, die nicht so eine riesige Maschinerie haben, wie vielleicht globale Unternehmen, die durch so eine agile Art und Weise vielleicht mehr Ressourcen verschwenden würden, als sie nachher einsparen können. Vielen Dank, Linus. War wirklich sehr interessant und es hat mich auch sehr gefreut, dass wir nicht die Themen Source Data Verification, Qualitätskontrolle zu engmaschig besprochen haben, sondern über die Persönlichkeiten von Monitoren. Sehr interessant. Vielen Dank. Vielen Dank auch an euch fürs Zuschauen. Es hat mich wirklich sehr erfreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr Anregungen habt, Fragen, Kommentare, immer zu uns schicken. Wir freuen uns über alles. Danke und tschüss. Tschüss.